So, und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt ein bisschen weiter. Ihr seht gerade, es wird schon gebufft. Wir stehen im F10. Ein bisschen anders positioniert als vorher, aber ich denke mal, das passt, soweit Aufnahme läuft. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wann es losgeht. Ich gehe mal aus von 40 Sekunden. Professionelles Let's Play ist auf jeden Fall am Start. Schreiben mit Fragezeichen auf. So, also wir haben es jetzt genau 20 Uhr. Und es wurde gerade gebufft. Ich schalte mal das Interface an. Ihr seht schon, ich habe 13.000 Lebenspunkte, weil wir haben Schamanen-Buffs, wir haben normale Buffs, wir haben Calls und wir haben sogar Perfect Party. So, ich muss gucken, dass ich die Party und den Chat ausblende, weil die Leute wissen nicht, dass ich aufnehme. Und ich habe jetzt auch nicht gefragt, deswegen blende ich einfach Chat und Party aus. Und dann weiß man nicht, mit wem ich jetzt unterwegs war, so, ne? Ich meine, hier die Namen, die jetzt so zu sehen sind, das ist mir Wurst, das ist egal. Aber naja. Und wir machen heute was, was ich im Let's Play, glaube ich, noch gar nicht gemacht habe. Dafür mache ich sogar nochmal das Interface aus. Wir gehen mal auf Seite 6, so, Nummer 5. Möchte ich nämlich schön fürs Thumbnail haben, so. Warte mal, Moment. Seite 6, 5, jawohl, und wupp. Achtung, fertig, und ein XP-Stein. So, Hammer fürs Thumbnail gemacht. Es geht nämlich gleich los. Man sieht hier, da werde ich jetzt keine Namen verunkenntlichen. Man sieht jetzt hier. Ist, oder sollte ich vielleicht das verunkenntlichen? Ich gucke gerade mal rein. Und irgendwas sieht, was man nicht sehen sollte. Nee, das passt soweit. Sieht man hier, das ist die komplette Company, bestehend aus 5 Platoons, a 3 vollen Partys, also 5 mal, 3 mal 8, so rum. Oh, wir sind drin. Lul. So, ich gehe mal davon aus, wir gehen auf die Seite. Also 3 mal 8 sind 24 mal 5, ne? 120 Leute maximal. Wie viel genau drin sind, ob wir jetzt voll besetzt sind, weiß ich nicht, aber das ist egal. So. Da oben sieht man jetzt den Text durchlaufen. Könnt ihr euch durchlesen, das läuft einfach mit durch. Ich werde es nicht vorlesen, vor allem, ich werde wahrscheinlich nicht schnell genug sein. So, ich habe aber auch keine Fahne dabei, ne? Also ich habe nichts gesoffen im Vorfeld. Ne, ich habe nichts dabei. Dann muss es halt mit knapp 13.000 HP gut gehen. Ich hoffe, ich habe einen Heiler. Okay, jetzt geht's los. Der Elijah, man sieht ja seinen Namen gar nicht. Ich glaube, den kann ich gar nicht anzeigen lassen. Der beschwört die beiden Bosse. Der in Rot nennt sich Dunamik und der in Grau Chaos. Und die werden gleich unleashed. Freigesetzt. Wir haben übrigens auch die Attack Points. Das mit den 65 Messern, die absolut wack gepimpt sind. Da sind die Guards. Die machen übrigens Stun und mächtigen Flächenschaden, also ich bleib da definitiv weg. Weil ich da instant down gehe. Und der Raum macht, wie man sieht, auch einen gewissen Grundschaden von 500 alle 3 Sekunden, oder wie das ist. So, jetzt hoffe ich, die kriegen das mit den Bosslohn richtig hin. So. Muss halt nachher dran denken, 4 Minuten 30 Chat. 30 Chat ausblenden. Also wie gesagt, die Leute wissen nicht, dass ich aufnehme. Und da fände ich es falsch, das einfach mit ins Let's Play reinzunehmen, während die sich da ganz normal unterhalten und so. Und ich werde auch, wie gesagt, hier das komplette Partyfenster werde ich unkenntlich machen, weil ich nicht weiß, ob die Leute irgendwie ihren Namen auf YouTube sehen haben wollen. Ne? Das will ich nicht. So. Es sind da tatsächlich recht wenige auf der Seite. Was ist da los? Ich kann mal probieren. Gucken, ob ich Counter lande. Man sieht schon, das Vieh macht mächtig Schaden. Ich versuche mal dagegen zu heilen. Mal gucken, ob es klappt. Es frisst halt einen Haufen Mets, die ich nicht wirklich dabei habe. Jetzt muss ich kurz zur Seite gehen. Sonst haut er mich gleich kaputt. So, 9000 reichen aus, um einen Hit zu nehmen. Okay, schade.
Ich bräuchte halt bessere Mates, dann könnte ich dagegen heilen. Bald kein Heiler, also kommt man nicht gegen an, weil der macht alle paar Sekunden diesen Damage. Das ist für mich nicht zu überleben. Da müsste ich meine eigene Heilerin dabei haben, die ist gerade nicht mal eingeloggt, also von dem her. Bom, 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 bom. Von dem her muss es irgendwie gehen, wie es halt geht, ne? Ich kann einmal wieder mal mit dem Counter nach vorne rennen. Warte, ich kann den hier machen. Warte mal. Aber warte, bis er aufgeschlagen hat. Warte mal, die HP sieht man gar nicht. So, da ist die HP von dem Vieh. So. Ich habe jetzt keine Speed Essence an, aber das macht doch gar nichts. Ich hoffe, er stunt mich jetzt nicht gleich. Hau ich ihm da immer wieder mal was Kleines drauf. Macht zwar nicht viel Schaden, aber das sieht nicht ganz nutzlos. Und wie gesagt. Das Problem ist halt, ich kann ohne Heiler nicht viel machen. Und wenn ich einen Heiler hätte, könnte ich das draufhauen. Wobei, solange er seinen komischen Dings da macht, kann ich hier mal kurz vorrennen. So, das schlägt er gleich auf. Da renne ich mal ein Stück zurück. Kein Counter, schade. Ich heile mich jetzt erstmal wieder auf eine Runde. Moment, Moment. Nee, noch nicht hinter. Ich habe halt keinen Heiler, wie gesagt. Das ist halt echt scheiße für mich, sag ich mal. Sense of Killing kann ich vielleicht mal ein, zwei Hits rausholen. Ne, wir hauen normal drauf. Wir machen ihn aber auch trotzdem. Das wär, oh fuck, ich bin gestunt. Warte, vielleicht kann ich mich bewegen, bevor er aufstampft. Ich muss sagen, ich habe die Geräusche von dem Boss noch nie vorher so gehört, dass er diese Blitzgeräusche und so macht. So. Und das hat auch die Gefahr an dem Boss, wenn man ohne Heilung rangeht, dass der einen sehr leicht stunnen kann. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Und dass hier wegkommen. Macht mich kabumm. So, es hat einen Haufen Mehl fressen. Wir sehen, wir haben ja nicht mehr so viele. Also hier haben wir noch 4000 davon, den großen, dann wollen wir nicht mehr viele. Ich muss mal welche einkaufen. Ich möchte auch nicht, dass wir sterben, weil sonst verlieren wir unsere 50%, die wir haben. Was eigentlich vollkommen Banane ist, aber ey, Prinzip muss man haben. Wenn ich Glück habe, kann ich seinen großen Schaden mal countern. Nee. Da habe ich halt kein Glück mit. Komm, heil dich schneller, heil dich schneller, heil dich schneller. Acht. Muss mal gucken, wie viel Schaden er mir genau macht, damit ich das abschätzen kann. Ab wann ich wieder so einen Hit reflektieren kann, eventuell. Boom! 31.000 in dein Gesicht und ich bin so gut wie tot, Leute. The fuck? Komm, lauf, 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 lauf. Danke. Boah. Das Höchste, was ich mal auf das Vieh reflektiert habe, waren 46.000? Warte mal, ich mache jetzt erstmal auf gemütlich mit Fleisch. Das Fleisch heilt eventuell auch den Raumschaden entgegen. Wie gesagt, wir kriegen alle paar Sekunden 500 Damage. Lässt sich relativ leicht entgegenheilen. Ob es mit Fleisch klappt, weiß ich nicht. So. Also wir sind relativ pünktlich um 20 Uhr rein tatsächlich. Bin ich echt überrascht, dass es so geklappt hat heute. Ah, ich hätte echt gerne einen Heiler. Mit einem Heiler wäre das echt cool. Aber wie gesagt, mit dem 65-Decker mache ich ihm auch kaum Schaden. Das hält sich echt in Grenzen. Warte, wir ziehen zurück. Vielleicht kann ich ja dem. Nee, Schaden habe ich noch nicht gekriegt. Schade. Ich will halt gucken, dass ich dem Schaden möglichst ausweichen kann, in dem Sinne. Dass ich direkt wieder hinlaufen kann und weiter drauflaufen kann. Aber mit Low HP kann ich da nicht hin. Sonst schlägt er nochmal auf und ich bin tot. Oder es stunt mich sogar. Wie gesagt, ohne Heiler haut es nicht hin. Ich kann das zwar ab in dem Sinne. Aber. Ich meine, ein Schlag und dann ein zweiter bin ich weg. So schnell kann ich nicht gegenheilen. Da müsste ich mehr HP haben, dass ich eventuell noch einen zweiten ab kann. So ist das halt. Ich weiß gar nicht, wie ich heute mein Mikrofon positionieren möchte. Das ist echt doof. Vor
falsche Seite, sagte. Warte mal, ich warte mal den Schaden ab. Der Schaden ist raus. Aber hier kann ich halt noch weniger machen, weil dieses Vieh macht zweimal diesen Flächenangriff auf einmal. Das war der eine Flächenangriff. Und der zweite müsste dieses Aufschlagen gewesen sein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Boss hier zwei starke Flächenangriffe macht. X-Fischern ist drin, ne? Ja, wunderbar. Wir genießen es halt mal hier die Aussicht, weil angreifen kann nicht hier ums Verrecken nicht. Also wortwörtlich ums Verrecken. Leider. Aber der müsste relativ schnell fallen, weil alle hier stehen. 63%. Kann ich vielleicht ein andermals Target nehmen? Mal gucken. Man sieht auch, warte mal, ich kann mich. Was hat der für eine Range, Alter? Ja, guten Abend und gute Nacht. Bin ich vielleicht verbuggt? Da hat man gesehen, der macht doch mehr Schaden, ne? Aber normalerweise hat er keine so große Range. Ich meine, ich war ein bisschen verbuggt, aber never ever. Warte mal, ich stelle mich mal hier hin. Da, wo ich halt Schaden kriege. Ich muss gucken, wo das ist. Hier. Mache ich den hier an. Meine Heilung bekomme ich ja. Vielleicht können wir hier ein bisschen Schaden machen. Sofern ich seinen krassen AOE nicht abkriege. Nee, hab nicht bekommen. Gut. Die 12.000 sind übrigens, ich meine, das ist von einem IG, das Grüne halt, sag ich mal. Oder von einem Schamanen, ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls, 12.000 sind nicht mir zuzurechnen. Aber ich stehe ein bisschen außerhalb der Heilung, habe ich das Gefühl. Oder sie heilt gerade nicht. Machen wir den nächsten Counter an. Ich versuche halt mit Counter ein bisschen Damage zu machen, aber wie gesagt, anders komme ich an das Vieh nicht ran, wegen seinem enormen Flächenschaden. Wir haben zum einen hier diesen Damage over Time, diese 790 alle jede Sekunde fast. Und zum anderen kommt da dieses Stampfen noch dazu, wo der zwei Angriffe tatsächlich, die da kurz hintereinander castet. Also da habe ich eine schlechte Erfahrung mitgemacht, ich bin da schon direkt gestorben. Ne? Ups, warte mal. Wollte es bloß ein bisschen leiser machen und nicht direkt aus. Wir können den nächsten Counter anmachen. Wie gesagt, wir machen mit dem Counter vielleicht 4000 Schaden, 6000, wenn wir Glück haben. Es ist nicht viel, aber ich möchte wenigstens ein bisschen Schaden machen. Na? Das wird auch später nicht besser werden, weil wir einfach Nahkämpfer sind. Aber ich meine, mit steigendem Level und besserem Equipment kann ich auch bessere Sachen anziehen. Da kann ich auch hier Shias mal kurzfristig länger angreifen, länger aushalten und mehr Schaden machen. So. Bam, bam, bam. Als Skeptiker hast du natürlich das große losgezogen, weil du hier gut rankommst. Oh, Respawn. Hier kann man übrigens die Technik sehen, die ich vorhin sehr gut angesprochen hatte. Hier laufen jetzt zwei Knights los. Beide mit Blast, die ziehen das zusammen. Und ungefähr hier in der Mitte treffen die sich wahrscheinlich, oder? Nee, aber die machen es einzeln. Funktioniert ja auch. Ist auf jeden Fall interessant. Zwei, acht. Wir haben jetzt schon bei 44%. Ich muss echt mal kurz gucken, weit der andere Boss inzwischen ist. Da ran, der ist auf 80%. Da merkt man, Dynamik fällt um einige schneller als Shios. Ich glaube, das werden die langweiligsten 5-6 Let's Play-Folgen von allen, ey. Ohne Scheiß.
Wir laufen nur, stehen bloß rum und machen Counter-Schaden. Ja, moin. Alles gehört auch dazu und ich wollte einfach mal, ne, das mit drin haben. Und vor allem, wir müssen mal gucken, wie viel XP wir rausbekommen. Wir haben alleine für den Respawn 10% bekommen, wollte ich nur mal angemerkt haben. 10% nur für den Respawn, den wir noch wahrscheinlich zweimal killen werden, also sind nochmal 20%. Und die Bosse bringen halt den Löwenanteil der XP. Warte mal, ich kann wieder Counter anschmeißen. Eigentlich könnte ich mich auch hier anstellen. Na also, komm, Counter, 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 jawohl. Nochmal, 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 da geht noch mehr. Wäre schön, wenn es mein Schaden wäre, aber es wäre der IG. Diesmal haben wir gut gecountet, muss ich sagen. Wir haben fast 10.000 Schaden gemacht, wenn ich es richtig überschlage. Ist sogar ein bisschen mehr. Mit einem anderen Counter an. Man kann mal halt auch angreifen, ne? Ist halt ziemlich krampfig und ich mache absolut keinen Schaden. Aber ich mache wenigstens Schaden. Es gibt ja Leute, wenn man hier umdreht, die stehen bloß rum. Ich zeige jetzt keine Namen. Aber es gibt Leute, die machen einen ganzen Kill nix. Ne? Gibt's auch. Ja. Wir sind jetzt bei 30%. Ich schätze mal in den nächsten. Warte mal, wir haben jetzt 15 Minuten überschlagen gebraucht. Also ungefähr 7,5 Minuten für ungefähr 30%. Ja, ich schätze mal, noch vorm Respawn wird das Vieh umfallen. Die Werte, die ich jetzt eben genannt habe, sind halt nur schätzungsweise. Ich kann mal kurz aus dem Schaden rauslaufen, weil ich mache gerade eh keinen Schaden. Counter sind in Cooldown. Ganz kurz abwarten. Und wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie das sich in XP dann äußern wird am Ende. Ich meine, ich habe mal, ne, ein Charakter hier hochgebracht, der hat um die 3 Level gemacht oder sowas, aber ich habe es noch nicht wirklich auf Aufnahme. Wobei, wenn ich bei der Mage das neue skaliere. Ah, ne, ich habe es nicht aufgenommen, ich habe das Hochlaufen aufgenommen. Never mind. So, okay. Hier können wir da attacken. Bin noch nicht viel. Kabum, 2,5. Aber man sieht, unser Counter Offensive hier ist fast schon so stark wie der normale Counter. Weil der normale Counter macht bloß 300 Damage mehr. Das ist nicht viel. Ist nicht mehr viel Unterschied. Nächstes Level ist der wahrscheinlich gleich stark. Mit 67 ist er sogar ein bisschen stärker. Na komm. Gib mich zum Damage, Bro. Alles aus. Kann man neu anmachen. Das frisst halt auch, wie man hier oben sieht, mächtig Mana. Das ist schon 1000 noch was Mana ausgegeben. Für das bisschen Schaden. Also das ist halt, wie gesagt, wir kriegen bloß periodisch Schaden. Sehr unregelmäßig. Das ist gerade gar nicht, habe ich das Gefühl. Wieso kriege ich gerade keinen Schaden mehr von ihm? Na jetzt. Großer Bums. Da vorne steht übrigens ein Dieb. Der muss mindestens 2 Heiler haben oder hat er eben Bless. Das ist nicht genau gesehen, aber